Wum und Wendelin, der Kosakenzipfel oder das Atomkraftwerk unter dem Weihnachtsbaum. Nur drei der Klassiker, mit denen Loriot Humorgeschichte geschrieben hat. Ob auf Papier, der Leinwand oder im Fernsehen, seine präzisen Beobachtungen alltäglicher Absurditäten prägten Generationen. Zu seinem 100. Geburtstag würdigt das Karikaturamuseum Frankfurt das Multitalent mit einer Ausstellung. Vico von Bülow alias Loriot. Im November wäre er 100 Jahre alt geworden, der große Komiker mit den vielen Talenten und seinen unzähligen Klassikern. Ja, klar, die Nudel, der Kosakenzipfel. Mein erster, an den ich mich erinnere, ist das schiefhängende Bild. Absolut. Herren im Bad. Die Herren im Bad. Hier einzelne Folien des Trickfilms aus dem Jahr 1978. Skurril, witzig, zeitlos. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente. Die Ente bleibt draußen als geflügeltes Wort. Die hat es halt auch geschafft, für immer in unser Gedächtnis zu bleiben. Früh verkauft Loriot erste Karikaturen an Illustrierte. Manche allerdings kamen bei den Lesern zunächst gar nicht so gut an. Die Serie auf den Hund gekommen etwa. Die Leser fanden das überhaupt nicht gut, dass der Mensch jetzt in der Rolle des Hundes ist und der Hund in der Rolle des Menschen. Sie sahen damit die Schöpfungsordnung auf den Kopf gestellt. Und dann waren da noch die Möpse. Loriots Leidenschaft, die Ausstellung in der Karikatura zeigt sie fotografiert, gezeichnet oder in Bronze gegossen. Von ihm gibt es den Ausspruch, ein Leben ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos. Die Ausstellung in der Karikatura Frankfurt, ach was, ab heute bis Ende Februar.